Freue mich, dass wir das schaffen. Erstmal willkommen bei unserer schönen Veranstaltung. Es ist ein bisschen schade, weil ich kann zum Beispiel gar nicht sehen, wer da ist. Das Doch, du kannst Christian unten kann. rechts über den Trail, gibt es Teilnehmer mit dem, und da kannst du das anschauen. Ich sehe nur, das ist 25. Ah, View Attendees, da sind sie. Ah, das ist schön. Jetzt kann ich sie auch wirklich alle begrüßen. Und vorneweg, also unsere Veranstaltungsreihe, das ist ja eigentlich Christians Veranstaltungsreihe, der hat mich mit ins Boot geholt. Und es funktioniert eigentlich so, dass wir uns immer alle gegenseitig rekrutieren. Und es ist so, dass im Prinzip, also ich eigentlich für die, die mich nicht, ich komme eigentlich aus der buchstabengestaltenden Branche oder mit buchstabengestaltenden Branche. Und da kennen wir uns mittlerweile alle schon. Und ich glaube, es hat auch schon jeder einen Vortrag gehalten in der Stavi bei unserer schönen Reihe. Und es ist jetzt so, dass Sandra Rentgen, das ist eine ganz persönliche Geschichte, warum ich Sandra rekrutiert habe, ist, ich bin ein Riesenfan von Sandra und war ein Riesenfan von deiner Arbeit, bevor ich wusste, dass es deine Arbeit ist. Und das finde ich immer, ist das schönste, das größte Kompliment eigentlich, wenn man erst die Arbeit kennt und dann die Person kennenlernt. Und es ist so, also wir kannten uns außerhalb unserer Branchen eigentlich. Und dann habe ich erfahren, dass du das Information Graphics Buch damals gemacht hattest für Taschen. Und dann war ich natürlich, dachte ich so, wow, das hat mir so gut gefallen, die will ich kennenlernen. Und dann dachte ich, nee, die kenne ich ja schon. Und dann, weiß ich nicht, dann vor 2 Jahren war das, das war 2019, da hattest du die Präsentation, also die Buchparty und Präsentation von der History of Information Graphics hier im Flagship Store von Taschen. Und das ist wirklich war ein schöner Zufall, weil ein hochgeschätzter Kollege aus der Buchstabenfraktion oder Buchstabenmachenden Fraktion, also wirklich ein Brain, sage ich mal, und selber ein großer Fan von Karten. Also er sammelt alle möglichen historischen Karten. Und er schrieb eine E-Mail mit auch diversen anderen, sagen wir mal, nicht ganz unbekannten Namen in der Liste und meinte, ihr müsst unbedingt dahin gehen. Das Buch ist fantastisch und geht dahin, ich beneide euch, es ist ein Engländer, ich beneide euch so, ich würde so gern dabei sein und dann mit der Sandra Rentgen fachsimpeln. Und das hab ich irgendwie so im Gedächtnis und dann bin ich hingegangen und habe mich einfach gefreut, dich wiederzusehen und dieses schöne Buch, wie ihr das vorgestellt habt. Es war einfach sagenhaft, es war auch ein toller Abend, weil es einfach knackvoll war und das ist eigentlich genau der Punkt. Also, was ich ganz toll finde, ich überlasse alles, was mit dem Thema zu tun hat, überlasse ich komplett dir, weil das kann ich längst nicht so toll wiedergeben. Aber was ich einfach ganz artig finde, ist tatsächlich, dass der Taschenverlag so ein, würde man sagen, Special Interest Thema wirklich zugänglich gemacht hat, jedem und jeder. Und war ursprünglich ja eigentlich, deswegen Deutschland gar nichts, ne? Also kein Kompendium. Und also das finde ich einfach ganz großartig. Und das ist aber auch so ein bisschen das, wie ich das persönlich sehe. Also ich komme zwar aus der buchstabenschaffenden Branche, aber ich arbeite sehr viel mit Bild. Und für mich persönlich ist es ganz unheimlich interessant, mit Bild und Text zusammenzuarbeiten und es nicht zu trennen. Und das ist eben in der Typo-Welt leider nicht so oft der Fall. Da wird dann wirklich sehr über das Typografische gesprochen. Und ich persönlich finde einfach, dass Infografiken und auch Karten, das ist für mich ist das eigentlich die perfekte Schnittstelle zwischen Bild und Text. Weil teilweise, vielleicht liege ich da auch falsch, aber teilweise wird der Text zum Bild. Oder das Bild ergibt durch den Text das Layout. Also man kann es nicht mehr trennen. Und zurück zum eben Special Interest versus Entertainment vielleicht sogar. Ich gucke es einfach wahnsinnig gerne an.
Und ich weiß teilweise überhaupt gar nicht, was das soll. Oder ich kann auch mit dem Inhalt gar nichts anfangen, weil ich nicht vom Fach bin, aber ich gucke es einfach wahnsinnig gerne an. Und das finde ich einfach so schön bei dir. Also ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. History of Information Graphics wiegt 3,79 Kilo. Damit kann man immer punkten. Es hat 462 Seiten und 400 Grafiken. Und also vom Mittelalter bis 2000, ne? Und es ist sensationell. Du hast nur solche Klopse gemacht, bis auf das Minyard-System, das wahre Kleinod ist, finde ich. Und nochmal zu Sandra als Person. Du bist eine Kunsthistorikerin, freie Autorin, mittlerweile Beraterin für Firmen, was visuelle Systeme angeht. Und was ich besonders spannend finde, ist, Sandra hat an der Humboldt-Uni studiert, Kunstgeschichte. Und ich finde einfach, die Kunstgeschichtsabteilung an der Humboldt-Universität mit der ganzen Forschung, also du hattest es in einem Vorgespräch auch angedeutet, vielleicht kannst du auch selber noch kurz drauf eingehen. Ich finde das sensationell, ne? Also das technische Bild, die Forschungsgruppen, was ihr da macht, was eben von dem, was viele über Kunstgeschichte wissen, also jenseits von dem ist, also dass man nur auf ein altes Bild guckt von einem alten Meister, das hat ja damit gar nichts mehr zu tun, zum Glück, ne? Und insofern würde ich dir eigentlich damit gerne die Bühne überlassen, weil ich glaube, jetzt sind wir alle ganz fiebrig und wollen sehen, was da kommt. Vielen, Ja, vielen wunderbar. Dank, dass du Also da bist. ganz, ganz herzlichen Dank, Verena, für die herzliche, sehr freundliche Einführung. Und ich habe mich wirklich auch sehr gefreut über die Einladung. Wir haben das ja jetzt schon von langer Hand geplant, wollten eigentlich schon vor längerer Zeit das sozusagen vor Ort durchführen. Jetzt freue ich mich sehr, dass wir das so im Video machen können. Ich nehme das gleich mal auf mit der Humboldt-Universität. Das hatte ich tatsächlich auch als wichtigen Impuls für mich, für meine Karriere angegeben. Ich habe an der Humboldt-Universität Kunstgeschichte studiert. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, aber es gibt und gab damals eben auch schon dort einen sehr starken Zweig der Bildwissenschaft. Der Horst Bredekamp hat das damals auch noch sehr stark angeführt. Er war damals eben noch nicht emeritiert. Und die sozusagen das Bestreben, sich Bilder an, das kognitive Potenzial von Bildern anzuschauen, jenseits dessen, was man so allgemein als unter Kunst versteht, sondern zu gucken, was haben Bilder denn für ein kognitives Potenzial, wie können sie Denkprozesse unterstützen, wie können sie technische Prozesse unterstützen. Das wurde dort sehr, sehr forciert und das hat mich eigentlich auch bis heute sehr inspiriert. Ja, ich steige mal ein. Wir hatten schon gesagt, wir freuen uns sehr, dass auch Zuhörer aus anderen Städten teilnehmen können durch die Videokonferenzsituation. Das freut mich also sehr. Das Thema Infografik und Datenvisualisierung beschäftigt mich jetzt schon also über eine Dekade und es hat auch in den letzten, sagen wir mal, so 15 Jahren enorm an Popularität und an Dynamik auch gewonnen. Das hängt mit verschiedenen Aspekten der Digitalisierung zusammen. Einerseits, dass interaktive Formate für Webseiten sehr attraktive Formate sind. Da passen Infografiken sehr gut rein. Es hat auch damit zu tun, dass online jetzt sehr viele Datensätze einfach vorhanden sind, was vorher nicht so der Fall war. Nicht nur, dass die Datensätze zugänglich sind, sondern dass sie auch in digitaler Form vorhanden sind. Das heißt, dass man sie gleich weiterverarbeiten kann und sie auch geradezu nach Visualisierungen schreien. Und das sind nur so zwei Gründe, warum, also ne, woher kommt diese Popularität? Mein Vortrag heißt Linie, Zeichen, Fläche, die Informationsgrafik als Schnittstelle. Verena hat das eigentlich schon ganz schön angeführt, aus ihrer eigenen Arbeit als Typografin. Wie ist denn das mit der Verschränkung von Schrift und Bild? Und das spielt rein in ein Thema, was mich eigentlich auch schon seit sehr langer Zeit beschäftigt. Wie genau kommt denn eine Informationsgrafik zustande? Welche Darstellungsweisen spielen da zusammen, um eine Informationsgrafik zu schaffen? Und letztlich ist es ein sehr hybrides Genre, ein Genre, in dem sehr viele verschiedene Dinge zusammenkommen und zusammenwirken. Und um das mal so ein bisschen zu untersuchen, möchte ich einen kleinen Spaziergang unternehmen. Ich muss nur jetzt mal gucken, wie ich hier eigentlich. Ja.
Ich will vielleicht einen kleinen historischen, lokalhistorischen Einschub hier noch vorweg schieben. Die Berliner Hoch- und Untergrundbahn GmbH, eine Vorläufergesellschaft der BVG, die hat in einem Geschäftsbericht von 1927 diese schöne Ausklapptafel: Wer in Berlin jemals mit der U-Bahn fährt, die U1 endet an der Uhlandstraße. Wenn Sie da den stadtauswärtigen Ausgang nehmen, da hängt diese Tafel ganz groß an der Wand. Da kann man das nochmal bewundern. Und die zeigt den Verkehr auf den drei damals existenten Linien. Und jeweils die Breite des Bandes korreliert sozusagen mit der Anzahl der Passagiere im Jahr 27 in Millionen von Fahrgästen. Und ich mag die Arbeit immer sehr gerne, weil die ist jetzt nicht so, also außerhalb der Infografikkreise ist die jetzt nicht so bekannt, aber sie zeigt eben, dass es gar nicht erst nach 2000 entstanden ist. Das ist also schon ein altes Format, ist eine alte Umgangsweise. Zeigt aber auch, dass, wie wir das oft sehen, scheinbar auch hier, das geht eben oft auf die, wie soll ich sagen, besondere Initiative eines bestimmten Grafikers oder Redakteurs oder so zurück. Also wir sehen das auch in den nachfolgenden Geschäftsberichten dieser GmbH, sehen wir das zum Beispiel nicht mehr. Also wahrscheinlich hat es eben gerade in dem Jahr einen Grafiker gegeben, der da gesagt hat, okay, das müssen wir mal umsetzen, oder einen Redakteur. Und da steckt eben oft eine besondere Initiative dahinter. Informationsgrafik, das Wort hatte ich im Titel verwendet. Vielleicht mal ganz kurz dazu. Ich werde auch sehr oft gefragt nach der Abgrenzung der Begriffe Informationsgrafik, Infografik, Datenvisualisierung, Karte, Diagramm, Infodesign. Das fliegt alles relativ häufig so ein bisschen, wie soll ich sagen, wild durcheinander und unabgegrenzt. Ich finde es selber ehrlich gesagt auch sehr schwierig, da Abgrenzungen zu treffen. Deswegen habe ich da noch nicht, habe ich, wie soll ich sagen, möchte ich jetzt hier auch keine Taxonomie darbieten. Aber ich agiere eigentlich sehr gerne immer mit dem Begriff der Informationsvisualisierung als Dachbegriff. Und der umfasst für mich eigentlich alle Vorgänge, die mit Visualisierung zu tun haben. Also alle Vorgänge, in denen es darum geht, eine Information, Fakten, Daten zu transformieren, umzuwandeln in eine visuelle Form. So, und Informationsvisualisierung ist für mich dafür eigentlich ein sehr schöner Dachbegriff. Der ist nur immer etwas sperrig, deswegen vermeide ich den manchmal. Was aber alle Formen oder alle Genres oder so, die wir da kennen, vereint, ist eben diese extrem hybride Zusammensetzung, die wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben. Es kommen eben verschiedene Darstellungsweisen, verschiedene Darstellungstechniken zum Einsatz, Kulturtechniken eigentlich, würde ich fast sagen, die zusammen dann eine Infografik bilden. Das sind zum Beispiel die Geometrie, das sind zum Beispiel Icons, Sie kennen das, so kleine, wie soll ich sagen, bildartige Zeichen, aber sehr abstrahiert, die eben bestimmte Dinge aufrufen sollen. Das sind schematische Bilder, und ich sage bewusst schematische, um darauf hinzuweisen, dass es sehr oft bei Bildern in Infografiken nicht um eine reine Abbildung des Sichtbaren geht, sondern dass die Bilder sehr oft gemacht sind auf eine Art, dass sie konstruiert sind, um bestimmte Dinge zu zeigen, freizulegen, aufgeschnitten, auseinandergeklappt, wie auch immer. Also konstruierte Bilder, könnte man vielleicht auch sagen. Das sind weiterhin auch sehr ausgefuchste Layout-Techniken, werden wir auch einige jetzt sehen, aber auch natürlich Text. So, und ich würde jetzt gerne, wie gesagt, einen kleinen Spaziergang machen, einige Arbeiten zeigen und mal ein paar Beispiele in diesem hybriden Status so ein bisschen untersuchen und schauen, wie Informationen da kodiert werden. Vielleicht als kleine Seitenbemerkung, für mich war es eine sehr große Überraschung, dass es überhaupt so viel historisches Material gibt. Also ich habe vor etwa fünf oder sechs Jahren sehr intensiv begonnen, historisch zu recherchieren und eben mit dem Ziel, dann später einen großen Bildband mit Taschen dazu zu machen, zu dem es dann auch kam, 2019 veröffentlicht. Und als ich die Recherche begonnen habe, war es so ein bisschen zweifelnd, ob es überhaupt genug Material dafür gab. Und es hat sich sehr schnell herausgestellt, es gibt unfassbar viel. Also ich könnte noch 5 bis 10 solche Bücher machen. Und das war für mich auch eine Überraschung.
Also Informationsgrafik ist für mich insofern jetzt eigentlich nur der, wie soll ich sagen, verweist eigentlich nur auf grafische Visualisierung, ne? Also es ist sozusagen der Verweis auf den Herstellungszusammenhang. Ich stelle die Kartografie hier ein bisschen an den Anfang und ich habe zwei Beispiele, zwei bis vier Beispiele aus der Kartografie rausgesucht. Die sind jetzt nicht so typisch für, nicht so klassische Karten. Was mich hier beschäftigt, ist der Aspekt der Auswahl von Informationen. Die Kartografie oder also Karten basieren ganz klar auf einer ganz klaren und strengen Auswahl von Informationen und sind immer schon für einen ganz bestimmten Zweck gemacht, für ein Publikum und auch für einen ganz bestimmten Gebrauchszusammenhang. Und darauf möchte ich ganz gerne verweisen, weil daraus sich auch herleitet, was in so einer Karte zu sehen ist oder nicht. Ich zeige zuerst mal ein Beispiel von 1502 und wir sprechen über das Genre der Portolankarten. Portolankarten sind so ein ganz eigenes Genre, das ist entstanden so um 1300 in Europa und auch so ein bisschen so ein Vorläufer für die klassische Kartografie, die sich danach entwickelt hat. Es handelt sich um Seefahrerkarten, ja, also die sind wirklich explizit in einem nautischen Zusammenhang entstanden und wurden auch entsprechend ganz stark vorangetrieben von den nationalen Bestrebungen, also zum Beispiel Portugals oder Italiens oder später dann auch der Niederlande, sich als Seemacht zu etablieren und in die Welt auszuschweifen und auch fremde Kontinente zu entdecken und zu erobern. Diese Karte hat auch eine herrliche Krimi-Geschichte, dass die portugiesische Krone hatte ein Kartenbüro in Lissabon, das sehr gut gesichert war und quasi immer verschlossen wurde. Und die Seefahrer, die portugiesischen, waren gehalten, also ihre Fahrten sehr genau in ihren Logbüchern zu dokumentieren. Und die Logbücher mussten dann, wenn die wieder nach Hause kamen, ins Kartenbüro in Lissabon. Und dort wurden diese sehr fein abgetragenen Informationen, jetzt auf dem und dem Breitengrad haben wir das und das erlebt oder so, wurden dann dort in Karten überführt. Und wie gesagt, alles hochgesichert und nicht zugänglich. Das war Herrschaftswissen. Und der italienische Gesandte von Ferrara, Alberto Cantino, hat heimlich diese Karte hier kopieren lassen und dann nach Italien verschifft. Wir wissen nicht genau, wer der eigentliche Urheber ist. Ich zeige mal ein Detail dieser Karte. Das ist der südliche Teil von Afrika, wie Sie sehen können. Kurze Notiz zur Technik. Es handelt sich um ein Manuskript. Das heißt, alles, was wir hier sehen, ist von Hand auf Pergament aufgebracht. Bilder, Karte, Typo, alles. Und eben, wie ich schon sagte, die sind wirklich für Seefahrer gemacht. Das heißt, die Informationen, die wir hier sehen, beziehen sich auf alles, was man braucht, wenn man zum Beispiel in diesem Fall die Küste Afrikas umsegelt. Das heißt, wir sehen, dass die Küstenlinien sehr genau beschrieben sind. Und zwar nicht nur der Verlauf, also ne, wo ist eine Bucht, wo ist eine Landzunge, sondern auch die Orte. Sie sehen also ganz viele kleine Beschriftungen mit Labels, wo die Orte bezeichnet sind. Wir sehen außerdem auch diese christlichen Kreuze und diese Fahnen. Das sind also Außenposten, europäische christliche Kirchen, Außenposten, Handelsposten. Und dann sehen wir noch, ich hoffe, dass Sie das auch in der Übertragung erkennen können. Wir sehen an manchen Stellen, zum Beispiel in der Mitte oben, so, da sehen Sie die kleine Insel Sansibar, blau. Und da an den Küsten, da sind ganz viele so kleine rote Punkte. Das sind zum Beispiel auch typische Seefahrerinformationen. Da handelt es sich um sowas wie Sandbänke vor den Küsten, so, die halt wissen müssen, wenn sie da landen wollen. Und ansonsten sieht man natürlich, dass der gesamte afrikanische Kontinent eigentlich quasi gar nicht beschrieben ist. Was sonst noch fasziniert an diesen Portolankarten ist. Entschuldigung. Was sonst noch fasziniert an diesen Portolankarten ist eben auf dem Meer. Da gibt es ja normalerweise kartografisch eigentlich nichts zu beschreiben, aber man sieht hier diese runden Linien, die ganz klassisch sind, die helfen bei der Kompassbestimmung der Seefahrer auf hoher See. Im Zusammenhang damit stehen diese Kreise von Windrosen, die dann also sozusagen ein ganzes Netz von runden Linien über die Karte ziehen. Und was ich auch faszinierend finde, ist diese Praxis in alten Karten. Viel eben auch in Portolankarten, wenn man über den Kontinent nichts weiß, aber trotzdem vielleicht in die Landmasse was einzeichnen will, dann wechselt man schnell ins Bildliche. Also dann wechselt man von der kartografischen Projektion und dann malt man da ein Bildchen rein. Wir sehen das in Westafrika oder auch in Brasilien, dass da eben dann hübsche Wälder oder eine Burg mit Menschen zu sehen.
Ein weiteres Beispiel, ich möchte gerne jetzt in die klassische Zeit der Kartografie wechseln. Das ist eine Zeit, spätes 17. Jahrhundert, wo die europäische Kartografie jetzt wirklich schon eine sehr hohe Blüte erreicht hat, und zwar sowohl was die wissenschaftlichen Methoden betrifft, also auch wirklich die Projektionsmethoden, und auch die Kenntnis der Meere und der Kontinente ist zu diesem Zeitpunkt schon recht fortgeschritten. Und wir haben eigentlich in allen größeren europäischen Nationen auch wirklich sehr gut ausgebildete Kartografen, und auch künstlerisch mit Kupferstechern und so weiter auf einem sehr hohen Niveau agieren und innerhalb Europas auch gut vernetzt sind. Und wir sind jetzt hier in Frankreich. Eine Karte des Canal Royal du Languedoc. Der ist heute bekannt, dieser Kanal ist heute bekannt als Canal du Midi, und der verbindet das Mittelmeer mit Toulouse. Das heißt, wir sehen hier in der Mitte eine Karte von dem Kanal. Zeige ich gleich noch mal ein bisschen im Detail. Nur kurz zum Hintergrund: Das war ein sehr großes Infrastrukturprojekt. Also das zog sich über mehrere Jahrzehnte hin, diesen Kanal zu graben. Vielleicht vergleichbar mit einem neuen Hauptstadtflughafen oder so. Und diese Karte fasst sozusagen das Projekt des Kanalbaus zusammen, nachdem er abgeschlossen war. Also es ist ein bisschen auch, wie soll ich sagen, ein Dokument des Erfolges. Ästhetisch sind wir hier natürlich in der Zeit mitten in der französischen Klassik, Epoche des Sonnenkönigs. Kurze Übersicht: Das Blatt enthält also hier in der Mitte die eigentliche Karte des Kanals. Das Mittelmeer ist unten rechts, und oben links ist dann Toulouse. Dann haben wir in der Mitte eine Kartusche mit dem Titel und den Hauptinformationen, und dann an den Seiten auch nochmal weitere Textkästen mit so Informationen. Dann haben wir ringsrum technische Zeichnungen aller Schleusen, die auf dem ganzen Verlauf des Kanals angebracht sind, inklusive oben so ein bisschen rechts von der Mitte dieses lange mit den mehreren Kammern. Das ist eine unglaubliche siebenstufige Schleuse in Béziers, die man heute noch sehr eindrucksvoll bewundern kann, wenn man dort ist. Dazu gibt es hier unten so Landschaftsansichten von so besonderen technischen Anlagen, also zum Beispiel Tunnel durchs Gebirge oder Reservebecken oder so. Und dann gibt es noch diese ganze Sammlung von Familienwappen, die so in so klassische Dekorationsranken eingebunden sind. Und für mich ist es ein sehr, sehr spannendes Blatt. Also kartografisch, Sie sehen, dass die Karte in der Mitte, die ist relativ simpel aus kartografischer Sicht. Was ich aber eben finde, ist diese unglaubliche Komposition aus vielen verschiedenen Arten von Informationen, die hier alle in diesem einen Blatt eingebunden sind. Die Wappen zum Beispiel sind dafür ein gutes Beispiel, weil ich habe zunächst mal gedacht, okay, das ist ein bisschen dem Geschmack der Zeit geschuldet, Wappen gehören da halt irgendwie hin, hat eine dekorative Funktion. Ich habe das dann erst im Nachhinein verstanden, dass das natürlich auch mit dem Bau zusammenhängt und dass das auch ein Teil dieses ganzen Informationsteppichs ist, der hier dargeboten wird. Das war eine übergreifende, auch gesamtgesellschaftliche Aufgabe eigentlich, diesen Kanal zu bauen. Da kam schon viel Geld von der Krone. Es mussten aber eben auch sehr viele lokale Adlige eingebunden werden, erstens um Gelder noch weitere zu spenden oder zu geben oder zu investieren, aber auch Arbeitskräfte bereitzustellen. Und das heißt, da mussten unglaublich viel auch lokale Ressourcen akquiriert werden. Und diese Wappen sind demnach, eigentlich ist das sozusagen eine Präsentation der Adligen, der lokalen Adligen, die sich dort auch engagiert haben. Ne? Und insofern, das finde ich jetzt also spannend an diesem Blatt, dass man sozusagen die technischen Informationen zu den Schleusen, die kartografische Information oder geografische Information zum Verlauf des Kanals, aber eben auch viele soziale Themen ringsherum, alle in dieses Blatt eingebunden hat. Vielleicht ganz kurz noch zur Technik. Kupferstich, handkoloriert im Nachhinein. Was ich immer ganz spannend finde an der Hand oder überhaupt an der Kolorierung, ich denke, das wird hier auch ganz gut klar. Also wir haben ja so ein starkes Kästchenprinzip, ne, die Kästchen oder das Layout, das ist ja schon im Kupferstich angelegt.
Die Kolorierung macht hier, fügt hier aber natürlich auch nochmal was hinzu. Also das hat eben nicht nur dekorative Gründe, sondern das ist wirklich auch was, was die Leserführung oder die Lesefreundlichkeit unterstützt. Bei den technischen Zeichnungen sehe ich zum Beispiel sofort, was ist gebaute Struktur und was ist Wasser. Und bei der Landschaftsdarstellung hier oben in der oberen Mitte rechts sieht man eben auch sofort, was sind die Hafenanlagen von Sett. Und was ist dann der Berg, der dahinter liegt? Und bei den Wappen ist es genauso, dass sie natürlich mit Hilfe der Farben auch sehr viel schneller zu erkennen sind. Jetzt gehen wir nach England. Ich möchte noch ein weiteres Beispiel einbringen, das auch wieder im Hinblick auf die spezifische Auswahl von Informationen interessant ist. Sehr, sehr eindrucksvolles Beispiel auch, das ich sehr liebe. Und zwar ein Blatt aus dem berühmten Straßenatlas von Ogilvy. John Ogilvy war der Herausgeber. Der Atlas hieß Britannia, or an illustration of the Kingdom of England and the Dominion of Wales. Der Atlas war sehr umfangreich, verfolgte also wirklich die wichtigsten Straßen in Großbritannien. Und es gab in diesem Atlas 100 von diesen Karten. Das heißt, das ist ein Blatt von eben 100 gleichen oder ähnlichen. Dieses Blatt hier verfolgt die Straße von London nach Aberystwyth. Und ich entschuldige mich bei eventuell anwesenden Wallisern für die vermutlich falsche Aussprache. Eine Küstenstadt in Wales. Und wir sehen also, wie die Straße sozusagen hier unten links auf dem Blatt in London beginnt. Man sieht da also noch einen kleinen Stadtplan von London. Ich zeige hier auch mal ein Detail. Dann läuft die Straße also aus der Stadt heraus und dann sehen wir schon diese wunderbare Konzentration auch auf das, was man hier eigentlich zeigen will, nämlich Straßenatlas. Und ich freue mich auch einfach immer, wenn ich solche Beispiele sehe, weil irgendwie hat man auch oft gedacht, der ADAC hat den Straßenatlas erfunden, als es dann die Autobahnen gab oder so. Aber das ist eben ein sehr altes Prinzip. Also wir kennen auch schon Straßenkarten aus dem frühen Mittelalter, ja. Und die sind eben alle, zeichnen sich alle durch diese besondere Auswahl von Informationen aus. Und hier sieht man es eben auch sehr schön, dass die entlang der Straße, es wird die Landschaft ringsherum nicht beschrieben. Es wird wirklich nur gesagt, da ist eine Brücke, da ist eine kleine Steinwand, da ist eine Kirche neben der Straße oder dort ist eine Taverne. Das heißt, all die Informationen, die für die Reisenden entlang der Straße wichtig sind, einschließlich kleiner Entfernungsanzeigen, die man hier auch gelegentlich sehen kann. Und was jetzt natürlich die große gestalterische Herausforderung ist, ist, wenn Sie so ein Blatt haben und die Länge einer Straße nachverfolgen wollen, wie machen Sie das denn? Also es gibt ja überhaupt gar kein sinnvolles Format, Medienformat, was sozusagen eine lange Straße irgendwie zusammenbinden kann. Und deswegen hat man sich hier halt dieses unglaublich geniale, wie ich finde, diesen Layout-Kniff ausgedacht, dass man die Straßen halt auf diesem Bänder-Layout präsentiert. Dafür ist der Atlas tatsächlich auch berühmt. Das ist eben auf jeder dieser 100 Karten ist das ähnlich umgesetzt. Und wir sehen dann sogar da rechts oben, wie es dann nochmal, wie das Band sich dann nochmal trennt, weil die Straße eine Abzweigung nach Oxford macht. Und die Straße läuft also immer von unten nach oben und wenn sie dann oben aufhört, geht sie dann auf dem nächsten Band unten wieder los. Und man sieht eben, wie diese Metapher des Bandes dann sogar unten da neben London, ne, sieht man sogar noch diesen Rest des Bandes dann eingekringelt unten. Und so schafft man es eben, dass man die ganze Länge der Straße durch diese Metapher dann auf das Band bringen kann. Wir haben technisch hier es auch mit einem Kupferstich zu tun. Wir sehen, dass hier ohne Farben gearbeitet wird und durch die Fokussierung eben auf die Informationen haben wir eine relativ, also es ist auch einfach Platz für diese Informationen, weil man das so zart gezeichnet hat und auf die Beschreibung der Landschaft verzichtet hat. Was wir hier, glaube ich, auch ganz schön sehen können, was quasi für ja, einen enormen Großteil aller kartografischen Arbeiten gilt, ist, dass die mit sehr strengen Texthierarchien arbeiten. Das heißt, es gibt ganz klare Hierarchien von, also das sind zum Beispiel hier die gestürzten Beschriftungen, die so weit auseinanderlaufen. Das sind eben die Beschreibungen der allgemeinen Gegend oder der Grafschaft.
Und dann hat man eben kleinere Ortschaften und größere Ortschaften und dann bis runter zu den ganz kleinen Labels. Ne? Und diese klare typografische Trennung zwischen den Texthierarchien ist für die Kartografie tatsächlich ein zentrale Vorgehensweise. Karten. Jetzt genau möchte ich Sie in die Moderne entführen. Und zwar auch tatsächlich mit einem bewussten Sprung von der vorherigen Karte jetzt zu dieser. Das ist auch ein sehr, für mich auch ein sehr interessanter Bezug. Es handelt sich um eine Ikone der Moderne, die eben auch berühmt dafür ist, dass sie sozusagen Reduktion, dass sie die verfügbaren Informationen auf das reduziert, was wirklich nötig ist, nämlich die Tube Map, die relativ berühmte Tube Map von London. Vielleicht zum Hintergrund, es ist natürlich nicht so, dass Harry Beck, dieser Ingenieur hier, die Tube Map neu erfunden hat. Also seit es die Eisenbahn gibt, seit es in Paris und anderen Städten auch Stadtbahnen gab, haben wir schon auch Eisenbahnpläne, auch Netzpläne, auch über zum Beispiel Frankreich, also über größere Regionen hinweg. Und die arbeiten eben auch oft schon, auch schon im 19. Jahrhundert, mit dieser Reduktion auf die Linie, mit einer Reduktion, dass man auch gar nicht mehr die Landschaft im Wesentlichen beschreibt, sondern wirklich nur die Linien zeigt in ihrem Netz. Das ist also keine Neuerfindung. Es handelt sich hier aber um einen Entwurf, den, wie gesagt, Harry Beck, ein Ingenieur der Londoner Untergrundbahn, vorgeschlagen hat. Kleine Seitenbemerkung, es ist interessant, dass viele Arbeiten historischer Informationsvisualisierung von Ingenieuren stammen, weil die eben technische Probleme zu lösen hatten. Und auch die Praxis der technischen Zeichnung für sie, also das war eingeübt, das haben die gelernt, kartografisch ausgebildet und auch in der technischen Zeichnung. Und vielleicht hier mal zum Vergleich, die vorige Karte, ne, also die war, wie gesagt, auch schon sehr reduziert. Da gab es auch schon nur die Linien zu sehen. Es war nichts von der Stadt zu sehen, nur die Thames. Und man hatte hier auch schon die Farbkodierung, sodass man die einzelnen U-Bahn-Linien unterscheiden konnte. Aber wir sehen natürlich relativ schnell, trotzdem die unglaubliche Klarheit, die Harry Becks Entwurf hier nochmal reingebracht hat. Und der Gedankensprung, den er gemacht hat, war, dass er gesagt hat, wenn wir die Topografie der Stadt nicht zeigen, was wir ja schon vorher nicht gemacht haben, wir brauchen sie ja eigentlich gar nicht. Wir haben die Thames, okay, die gibt so ein bisschen Basisorientierung. Und es geht ja nur darum, sich innerhalb des Netzwerkes der U-Bahn zu orientieren. Es geht nicht um die Orientierung in der Stadt. Und um diese Orientierung und auch die Lesefreundlichkeit der Karte nochmal zu erhöhen, hat Harry Beck vorgeschlagen, dass man die Positionierung der Stationen von der Topografie der Stadt löst und quasi die Stationen ideal im Bildraum verteilt und ne, die Abstände ein bisschen ausgleicht und so weiter, damit man besser die Labels einfügen kann und damit man besser die Übergänge, also die Umsteigestationen zeigen kann. Und dieser entscheidende Gedanke sozusagen, die Reduktion von Informationen nochmal einen Schritt weiter zu treiben, um eben die Lesefreundlichkeit zu erhöhen, das ist so ein bisschen der revolutionäre Gedanke, warum diese Karte auch so gefeiert wird und warum sie eigentlich auch bis heute noch so eine Ikone geworden ist. Und lustigerweise ist man hier jetzt auch an so einem Punkt, wo, wie soll ich sagen, der Bezug auf den geografischen Rückraum so schwach geworden ist, dass man eigentlich eben schon, wie soll ich sagen, das ist noch als Echoraum da, aber eigentlich ist man hier jetzt schon viel stärker damit beschäftigt, das Netzwerk im Bildraum zu platzieren und zu verschieben. Also man kann es nicht komplett entzerren, weil es muss ja als dieses Netzwerk noch vorhanden sein, aber man verteilt es eben. Heutzutage gibt es für sowas Software. Harry Beck hat es sicher noch mit der Hand gemacht. Das ist für mich jetzt aber ein guter Übergang zum Thema. Hier nochmal eine Gesamtansicht, um das nochmal auf sich wirken zu lassen. Ein guter Übergang zum Thema Diagramme. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht und ich finde es immer sehr erhellend, mal an den Ursprung der Diagramme zurückzugehen. Diagramme sind nochmal anders als Karten, nochmal eine stärkere Abstraktionsleistung. Und es ist auch bis heute, also Praktiker der Infografik wissen davon, ein Lied zu singen. Diagramme werden nicht immer sofort verstanden. Also Diagramme sind sehr voraussetzungsreich. Und ich will kurz so ein bisschen versuchen zu beschreiben, was die eigentlich machen. Und dafür habe ich zwei Beispiele mitgebracht.
Nicolas Gropius bringt uns zurück in das Jahr 1724. Er war ein niederländischer Vermesser, Kartograf und Wasserbauingenieur, also so Dämme und Deiche und sowas hat er gebaut. Und wie viele seiner Kollegen und natürlich auch aus den Zusammenhängen seiner Arbeit, eine Fluten, Wasserkontrolle und so weiter, hatte er ein großes Interesse daran, das Wetter zu verstehen. Hat also im Jahr 1723 eine extrem disziplinierte Sammlung von Daten vorgenommen. Er hat dreimal am Tag, jeden Tag, das Wetter dokumentiert. Und zwar Luftdruck, Barometer, Niederschläge, Regen, Hagel, Schnee und Wind, Windstärke und auch Windrichtung. So dreimal im Jahr, dreimal am Tag das ganze Jahr, da kommt man auf die unglaubliche Menge von 3200 Datenpunkten. Und im Jahr darauf hat er eben einen Artikel geschrieben für die Royal Society und wollte eben diese Datenpunkte dann auch, also diese Datensammlung auch dokumentieren. Und da war eben die interessante Frage, wie macht man das überhaupt? Also heute gibt es zwar sowas Software, aber damals gab es weder irgendwie Vorlagen, Vorbilder, wie man das umsetzt, noch gab es dafür Technologie. Und ich möchte Ihnen hier ein Detail zeigen. Wie dokumentiert man das also? Und die grundlegende Strategie, mit der er sozusagen angefangen hat, ist, den ganzen Bildraum in ein Zeitraster zu bringen, sozusagen. Also wir sehen, dass er hier so ein klares Layout geschaffen hat, dass die Monate von oben nach unten laufen. Januar, Februar, März, April sehen wir hier. Und dass dann die Monate sozusagen als Zeile durchlaufen, ne? Also wir sehen oben dann Januar, 1., 2., 3., bis zum Tag 31 des Januar. Und im Februar geht es dann weiter bis zum Tag 29 und so weiter. Das heißt, das ganze Blatt ist sozusagen, also der ganze verfügbare Bildraum, ne, wird eben so kartografiert oder so strukturiert eingeteilt, dass jede Position auf diesem Bildraum mit einem Zeitpunkt korreliert, mit einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Jahr. Und so kann man jetzt hier anfangen, die Datenpunkte abzutragen. Wir sehen diese kontinuierliche Linie aus den Punkten. Das sind die Messungen des Barometers, also der Luftdruck. Und dann sehen wir über jeden Tag so ganz kleine Zeichen, so wie Tröpfchen. Das sind die Niederschläge. Und unter jedem Tag ist noch wie so ein kleiner Schlüssel. Das ist der Wind mit Stärke und mit Richtung, Ausrichtung. Das heißt, hier finde ich so eine extreme Verschränkung von, wie soll ich sagen, Bildraumaufteilung und dann der Platzierung von Symbolen und Zahlen, die eben durch die Aufteilung des Bildraums und die genaue Position dann einen Wert letztlich zugeschrieben bekommen. Ja? Fläche wird also quantifiziert und bemessen und dadurch entstehen Werte, in dem Fall zeitliche Werte. Und diese Vorgehensweise, die finde ich eben hochspannend und möchte hier auf einen Gedankengang von Sibylle Krämer verweisen, die das eben einen fruchtbaren Umgang mit der Bildfläche, mit der Fläche genannt hat, die also auch von Einschreibungen gesprochen hat. Und sie hat davon gesprochen, dass man sich die Bildfläche zu eigen macht, dass man also so eine eigene Struktur einführt und in dieser Struktur, wie jetzt zum Beispiel in diesem Zeitraster, Dinge anordnet und damit Werte schafft. Und was ich auch einen sehr hilfreichen Gedanken von Sibylle Krämer fand, sie war Philosophin und hat oder ist Philosophin, hat bis 2018 an der Freien Universität gelehrt und war eben auch mit den Forschergruppen an der Humboldt-Universität verbunden. Und sie hat auch den wichtigen Gedanken für mich beigesteuert, dass erst der Vorgang dessen, dass man diese ganzen Informationen, die man entweder in der Tabelle hat, wie die Wetterdaten, oder im Kopf, dass erst der Vorgang, die in die Fläche zu bringen und in der Fläche damit zu arbeiten und sie zu externalisieren, dass erst dadurch dann auch in vielen Fällen ein Weiterarbeiten möglich wird. Zum Beispiel, indem man die Wetterdaten dann seinen Forscherkollegen zeigt und mit denen diskutiert. Ne? Also fruchtbar im Sinne von, man kriegt es aus dem Kopf raus, kodiert es und kann dann weitere Operationen damit ausführen. Und ich finde, das sieht man hier eben so ganz schön, wie man den Datensatz in so eine visuelle Form bringt. Idealerweise kommt das natürlich dann, also das ist ja dann immer das große Versprechen der Visualisierung, dass das dann dazu führt, dass man nur noch drauf gucken muss und
Muster findet, dass man also jetzt hier in dem Fall zum Beispiel sagen kann, immer wenn der Luftdruck hoch ist, passiert das und das. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, aber das ist natürlich dann immer das ganz große Versprechen. Technisch, denke ich, haben wir es hier mit einem Kupferstich zu tun, obwohl das Blatt darüber keine Auskunft gibt. Wir sehen aber natürlich jetzt gerade im Vergleich zu der Karte von Nolan vorhin, dass das jetzt nicht so, also ne, hier ist keine große Dekoration am Start, das ist also schmucklos und einfach. Was ich aber wichtig finde, ist, dass wir eine extrem feine Differenzierung haben. Erstens zwischen den Linienstärken. Man sieht also, die Tage sind immer durch dickere Linien gekennzeichnet. Oh, jetzt muss ich, durch dickere Linien gekennzeichnet. Und dann gibt es nochmal, also jeder Tag hat drei Kästchen quasi. Ne? Das sind dünnere Linien. Und dann die Niederschlagswerte, die so über den Zahlen stehen. Ich weiß nicht, ob Sie sich das in der Übertragung erkennen können, aber die sind extrem differenziert. Da gibt es waagerechte Tropfen, es gibt waagerechte Striche, es gibt senkrechte Tropfen und es gibt dann die Pünktchen der Linie. Und dann gibt es noch senkrechte Striche. Also da ist eine extreme Kleinteiligkeit in diesen Symbolen und das muss man ja ehrlich gesagt dann technisch auch erstmal umsetzen. Das ist also hier ein Moment, wo es zwar nicht, wie soll ich sagen, das ist keine große Kunstfertigkeit im Sinne von Dekoration, aber es ist natürlich eine Kunstfertigkeit im Sinne dessen, dass man diese Symbole ja auch so unterscheiden können muss. Gut, das ist das erste Diagramm oder eines der frühesten Diagramme, was wir kennen, was so sozusagen auch mit dem Bildraum so umgeht, um dann Symbole und Datenwerte da anzuordnen. Ich möchte Ihnen noch ein weiteres Beispiel zeigen, auch aus dem 18. Jahrhundert. Und es ist kein Zufall sozusagen, dass das 18. Jahrhundert war für die Entwicklung des Diagramms eine sehr interessante Periode. Diese ganze Vorstellung, dass man den Bildraum quantifiziert und eben Werte beimisst, hat natürlich auch seine Wurzeln in dem Denken von René Descartes und in der Vorstellung vom Koordinatensystem, die also auch auf René Descartes zurückgeführt wird. Und über das 18. Jahrhundert hinweg gibt es eben immer wieder einzelne Arbeiten, die diesen Gedanken so ausführen. Bis dann irgendwann, aber auch erst später, so die Standardformate zustande kommen, mit denen wir heute noch arbeiten. Fourcroy, das ist dieses schöne Blatt, Tableau Poléométrique. Charles de Fourcroy, wir sind jetzt wieder in Paris, war auch ein Militäringenieur, also auch hier wieder kartografische Ausbildung, technische Zeichnung. Das Blatt wurde mit einer Broschüre veröffentlicht und in der Broschüre erklärte, wie es dazu kam. Und ich finde die Geschichte ganz schön. Er hatte eine ganze Sammlung von Stadtplänen europäischer Städte. Und er wollte gerne die europäischen Städte vergleichen nach ihrer Größe. Das ging aber nicht mit den Karten. Also man kann sich das gut vorstellen, man kann ja sowieso rein praktisch schon schlecht die Karten übereinander legen und sehen, welche Stadt größer ist. Aber jede Karte kam ja auch in einem anderen Maßstab. Und deswegen hat er sich also hingesetzt und sich die Mühe gemacht, die Flächenausdehnungen der einzelnen Städte, die ihn interessiert haben, auszurechnen als den Flächeninhalt eines Quadrates. Und die Quadrate sozusagen im selben Maßstab miteinander zu vergleichen. Und das ist das, was hier in diesem Blatt passiert. Die sind also einfach dann die Quadrate hier übereinander abgetragen. Und ich zeige hier nochmal ein Detail, damit man das besser erkennen kann. Wir haben wieder einen Kupferstich hier vor uns, der dann später von Hand koloriert wurde, wieder in Wasserfarben wie üblich. Und ich möchte eben nochmal diesen Gedankensprung betonen, weil für uns ist das, wie soll ich sagen, diese Vorgehensweise schon so selbstverständlich, aber dass man sozusagen die Flächeninhalte der Städte, die man vergleichen will, abstrahiert als die Fläche eines Quadrats und quasi dann ein geometrisches Verfahren nutzt, indem man die Quadrate der verschiedenen Größe in der Fläche miteinander vergleicht. Das ist eine ziemliche Abstraktionsleistung, für die es eben auch keinen, oder zumindest kennen wir keinen, Präzedenzfall gab. Das heißt, Fourcroy hat sich das wirklich ausgedacht. Und wenn ich beschreiben müsste, woraus dieses Diagramm besteht, könnte ich eben eigentlich auch nur sagen, ja, es besteht halt vor allen Dingen aus dem quantifizierten Bildraum mit den Quadraten. Und dann hat man links und oben noch die Achsen, in denen so ein paar Beschreibungen, einzelne Wörter eigentlich, dann die Legende bereitstellen.
Hier hat man also eine sehr enge Verschränkung von der quantifizierte Bildfläche und den Textelementen. Damit möchte ich noch einmal das Terrain wechseln. Und das scheint mir auch ganz fruchtbar, gerade im Vergleich zu Karte und Diagramm. Und in die Anatomie gehen, weil das nochmal eine ganz anders geartete Abstraktionsleistung wieder ist und eben ganz anders funktioniert als das Diagramm. Die Karte, ne, haben wir gesehen, bedient sich also der Projektion. Wir haben die runde Erde, die auf die flache, auf den flachen Plan sozusagen projiziert wird. Im Diagramm haben wir gesehen, werden eher geometrische Verfahren verwendet. Was macht jetzt die Anatomie? Ich zeige Ihnen eine sehr berühmte Arbeit aus der Anatomie von einem Arzt, der heißt Andreas Vesalius. Erschienen 1543. Sie wissen, dass die Geschichte der anatomischen Grafik enorm reichhaltig ist. Also da gibt es ja ganze Bibliotheksabteilungen, unglaublich viele auch sehr grafisch, sehr opulente Werke. In Europa, aber übrigens auch in anderen Kulturen, ist eines der wenigen Themen, das in der Informationsvisualisierung in vielen Kulturen vorkommt. Spannend für mich finde ich, oder spannend im Sinne der Informationsvisualisierung ist, dass man etwas, wie soll ich sagen, es ist ein physisches, es ist etwas Physisches, was man theoretisch einfach zeigen könnte. Es ist aber verborgen, nämlich im Körper. Ja, und man kann ja nicht in den Körper reingucken, man kann es, wie Sie wissen, auch nicht einfach so rausholen oder sichtbar machen. Das erfordert extrem viel Arbeit, Vorarbeit und so weiter. Und das ist sozusagen die Herausforderung in der anatomischen Grafik. Und ich zeige Ihnen einige Seiten hier aus dem Buch von Vesalius. Das war ein Opus Magnum, da hat er auch jahrelang daran gearbeitet. Er war Arzt und hat viele Sektionen unternommen. Ein flämischer Arzt, viel in Europa unterwegs. Er hat sich sehr viel Wissen durch Sektionen aufgebaut, anatomisches Wissen, was vorher einfach auch in Europa nicht vorhanden war. Sektionen waren ja bis ins sehr, sehr späte Mittelalter sehr stark tabuisiert. Hier sehen wir jetzt zunächst mal einfach ein paar Körperteile oder Skelettteile. Die kann man natürlich, kann man sagen, okay, gut, wenn man die irgendwie hat, wie auch immer bekommen hat, kann man die so vor sich legen oder hinstellen und abzeichnen. Aber viel spannender finde ich noch Darstellungen wie diese hier. Denn oft geht es ja in der Anatomie auch darum, sozusagen ganze physiologische Systeme zu zeigen. Ja? Also den Zusammenhang zwischen einzelnen Organen zum Beispiel herzustellen oder wie hier jetzt ein System zu zeigen, das sich über den ganzen Körper erstreckt, wie jetzt zum Beispiel die Muskeln. Und hier wird für mich auch, also das finde ich ein ganz spannendes Blatt hier oder ein ganz spannendes Werk, weil für mich da dieser hybride Charakter auch so sehr, sehr deutlich wird. Wie gesagt, an und für sich könnte man denken, der Körperbau ist ja etwas physisch Greifbares, also ne, theoretisch könnte man ja irgendwie das so eigentlich zeichnen, aber es ist natürlich, man hat ja nie einen Muskelmann so irgendwo, gibt es ja nicht. Das heißt, eine Darstellung in dieser Form braucht extrem viel Vorarbeit und die ist extrem konstruiert und darauf möchte ich hinaus, was da eigentlich alles passieren muss, damit eine Darstellung wie diese zustande kommt. Zunächst mal muss man natürlich dieses Wissen erstmal aufbauen, was eben Vesalius durch zahlreiche Sektionen nach und nach sich aufgebaut hat. Der hat, soweit ich weiß, Skizzen gemacht, während er es seziert hat, hat er also dokumentiert tatsächlich. Heute würde man wahrscheinlich Fotos machen. Und aus diesen Skizzen, er hat dann, um das Buch vorzubereiten, auch mit Künstlern, das sind, glaube ich, Holzschnitte mit Holzschneidern und Künstlern zusammengearbeitet, um die Darstellungen vorzubereiten. Das heißt, man muss also aus den ganzen Skizzen, die wahrscheinlich auch immer nur Teil zeigen, dann eine solche Darstellung zusammenstellen. Dazu möchte ich auch nochmal auf die Pose hinweisen. Also es ist ja eine sehr ausdrucksvolle Pose, die hier gezeigt wird, mit dem Finger und dann auch, dass der Hals hier so nach oben gezeigt wird. Und das hat ja auch den Sinn, etwas zu zeigen, nämlich hier diese Bänder. Und all das ist also so, ne, der ist da nicht einfach hingestellt, sondern es ist optimiert auf genau diese, um genau so viel wie möglich von diesem Muskelsystem und dem Bändersystem hier zu zeigen. Und was mich dann noch am Ende immer, wie soll ich sagen, vollständig aushebelt, ist die Tatsache, dass
diese an sich schon sehr konstruierte Figur in Pose dann noch in einer idealen Landschaft gezeigt wird. Also das ist dann wahrscheinlich so ein Kontrast, der wahrscheinlich dem Geschmack der Zeit geschuldet ist. Das ist ja sozusagen nochmal, das ist ja nochmal ein Dreh weiter an Konstruktion, der für mich jetzt auch gar nicht so viel hinzufügt, außer wahrscheinlich, dass er dem Geschmack der Zeit Dienst schuldet oder leistet. Darauf möchte ich also hinaus, ja, um nochmal dieses deutlich zu machen im Kopf, was braucht es eigentlich, damit so eine Darstellung zustande kommt. Und wir sehen jetzt eben, ne, also hier hat man eher noch so diese klassische Aufteilung von, also es ist ein Buch und dann hat man eben Bildblöcke und dann hat man Textblöcke. Hier sieht man es vielleicht nochmal ganz deutlich in der Gegenüberstellung. Ne? Also wir haben hier nicht in einem Blatt das so eng verschränkt. Trotzdem ist es aber eben wichtig zu erkennen, dass diese Abbildungen nicht einfach irgendwie Bilder sind, sondern dass die extrem viel Vorarbeit brauchen, um so dann auch eine Aussage auf das anatomische Wissen hin machen zu können. Vielleicht nur als kurzen Hinweis für die sozusagen, wie arbeiten Text und Bild zusammen? Also eben im Layout stehen die so, wie man das eben aus einem Buchlayout kennt, nebeneinander, aber in der großen Darstellung hier von dem Muskelmann sehen Sie hoffentlich auch in der Übertragung, dass da einige Buchstaben drin sind, die dann wiederum den Zusammenhang mit den Textblöcken rechts herstellen. Also, dass das dann auch wirklich zusammen gelesen wird und auch als Doppelseite so erschienen ist. Jetzt möchte ich auch wieder nochmal in die Moderne springen und noch einen ganz anderen Ansatz vorstellen, der nicht ganz so eine klassische anatomische Grafik ist, aber eben auch, ein interessanter Ansatz zur Erklärung des Körpers, da er mit einer Metapher arbeitet. Und es handelt sich um Fritz Kahns relativ wohlbekanntes Plakat Der Mensch als Industriepalast. Fritz Kahn war Arzt, sehr erfolgreicher Populärwissenschaftler und hat viele Bücher veröffentlicht für eben ein sehr breites Publikum zu wissenschaftlichen Themen. In diesem Fall hat er mit einem Illustrator zusammengearbeitet, der Fritz Schüler hieß und hat das grundsätzlich über seine Karriere hinweg viel mit Illustratoren, Künstlern, Grafikern zusammen Bilder entwickelt. Also richtig explizit daran gearbeitet, wie finden wir eine bildliche Umsetzung für ein bestimmtes Thema. Dazu gehört auch dieses Poster und die Idee hier ist, ich zeige den menschlichen Stoffwechsel als Produktionsablauf in einer Industriefirma, Industrieanlage. Und das heißt, man gewährt hier schon auch, wie in der Anatomie, einen Einblick in den Körper, aber es handelt sich nicht um eine Abbildung, sondern man hat eine Metapher sich gesucht und auch gefunden und diese Metapher wird dann ins Bild gesetzt, sozusagen. Wir sehen also nicht den Körper in seiner physiologischen Gestalt, sondern hier in dem Fall wird die Metapher jetzt eben so umgesetzt, dass wir wie in so einem kleinen Puppenhaus so kleine Kammern sehen, kleine Zimmer. Und jedes Zimmer steht quasi für einen eigenen Vorgang oder für einen eigenen Prozess. Ne? Also hier finde ich es jetzt auch wirklich tatsächlich lustig, sozusagen diese kleinen Männchen, die dann hier an den Bedienzentralen, an den Schaltpulten des Gehirns sitzen. Und weiter unten ist dann eben der Körper auch aufgeteilt in weitere Kammern. Also hier die Leber, der Magen und man kann sich eben ungefähr vorstellen, ne, wie jetzt die Stoffwechselvorgänge, die hier jeweils beteiligt sind, hier umgesetzt werden. Da man also hier frei ist, auch in der Darstellung, konnte man eben das auch beliebig ja, anordnen, die Kammern, mehr oder weniger beliebig. Der Einfluss von Text ist hier auf ein Minimum beschränkt. Wir sehen also wirklich hier diese einfachen Labels. Das Plakat funktioniert aber zusammen mit Textpassagen im Buch. Also es steht nicht ganz alleine sozusagen. Ich finde das ein sehr interessantes Beispiel, weil das ist etwas, wofür Fritz Kahn bekannt geworden ist und auch womit er, sagen wir mal, in der Geschichte der Informationsvisualisierung auch eine eigene Position einnimmt, weil das immer seine Strategie war. Ich will sozusagen einem breiten Publikum komplexe Vorgänge erklären und suche eine Metapher. Das funktioniert wie das. Also der Stoffwechsel funktioniert wie eine Fabrik.
Und wenn er die Metapher gefunden hat, dann versucht er, die tatsächlich ins Bild zu setzen. Und das ist so, so ein ganz eigener metaphorischer Zugang, der manchmal, ehrlich gesagt, auch ein bisschen schräg ist, aber populär zumindest sehr erfolgreich war und ein breites Publikum erschlossen hat. Jetzt möchte ich noch zum Schluss auf eine Darstellungs- oder wie soll ich sagen, auf ein Darstellungsthema eingehen, was auch sehr wichtig ist und für uns auch schon so eingeübt ist zum Teil, aber natürlich auch seine Entwicklungsgeschichte hat. Und das ist das Thema Zeit. Wie stellen wir Zeit dar? Wir sind alle jetzt relativ gut vertraut mit der Vorstellung der Zeitleiste, auch überhaupt mit der Vorstellung von Zeit als gerichtetem Vektor. Das sind aber alle ne, mit sozusagen gleichen, immer gleichen regelmäßigen Intervallen. Auch da ist es aber sinnvoll, sich ja, einfach bewusst zu machen, dass das entstanden ist, dass es auch historisch, wie soll ich sagen, dass es da unterschiedliche Modelle gab. Auch die Idee, dass die, wie soll ich sagen, dass die Zukunft vor uns liegt und die Vergangenheit hinter uns, das ist ja auch was, was irgendwann erstmal entstanden ist. Das war nicht immer so. Also ne, das ist auch heute noch manchmal gibt es Zeitleisten, die da etwas irritierender sind. Und ich zeige Ihnen in dem Zusammenhang eine meiner absoluten Lieblingsarbeiten aus der Geschichte der Informationsgrafik. Der United States Geological Survey ist eine ja, Behörde, Authority, eine Behörde in den USA, die für die amtliche Kartografie zuständig ist und die, wie viele Behörden auch, zu ihren Aufgaben auch zählt, das Publikum, das breite Publikum auch zu geologischen und kartografischen Themen zu unterrichten, sagen wir mal. Und in diesem Zusammenhang ist dieses wunderbare Poster, also diese Darstellung als Poster entstanden, die Geological Time Spiral. Ich bin begeistert von dieser Arbeit, das sage ich immer wieder gerne. Ich habe eine große Hochachtung vor der konzeptionellen Meisterleistung, die da drin steckt. Das Thema dieser Arbeit ist nichts Geringeres als die Geschichte der Erde. 4,6 Millionen Jahre. Es gibt wenig Themen, die komplexer sind als die Geschichte der Erde. Das umfasst ja nun mal so ziemlich alles, was wir uns so vorstellen können, außer vielleicht die Geschichte des Universums. Ein sehr großes Problem für alle Darstellungen der Geschichte der Erde ist, dass sozusagen eigentlich von diesen 4,6 Milliarden Jahren nur die letzte Milliarde überhaupt interessant ist. Und alle Vorgänge, die sich davor abgespielt haben, waren zwar wahrscheinlich an sich interessant, haben sich aber in so großen Zeiträumen vollzogen, dass man einfach tatsächlich ein Raumproblem hat. Wie zeigt man das? Also da explodiert eigentlich jedes Blatt oder jede bildliche Darstellung. Und das ist das Problem, was man hier halt auf exzellente Weise gelöst hat, indem man gesagt hat, okay, wir machen die Zeit, wir zeigen die Zeit als Spirale und nicht nur zeigen wir sie als Spirale, sondern als Spirale, die sich dann in die Tiefe hinabschraubt und wo man dann links unten irgendwo in der Tiefe die Entstehung der Erde eigentlich mehr erahnen kann, was man sie sieht. Das heißt, man spart sich diese ganze Zeit, über die man eigentlich nichts Interessantes sagen kann. Man zeigt trotzdem, wie lang sie ist, in wie viele Schleifen ja, da nötig waren, bis man zu den 4,6 Milliarden Jahren hinunterkommt. Man muss aber nicht alles davon zeigen. Wenn wir jetzt mal hier auf die jüngere Geschichte schauen, das geht hier unten in der Mitte los mit dem, das ist jetzt ja abgeschnitten, aber das ist, da geht sozusagen das, wie soll ich sagen, das Plateau der Spirale los. Wir beginnen also hier im Holozän, in der Gegenwart. Und dann kann man sich quasi hier wie so auf so eine Rutsche setzen und eigentlich hier die Zeit hinuntergleiten. Und ich finde es eine sehr faszinierende Arbeit, weil man hat dann die Epochen abgetragen und dann hat man rechts und links diese kleinen Illustrationen. Und die tragen ja sozusagen nochmal so bildlich dazu bei, zu sagen, was sind denn die großen Vorgänge jetzt in Bezug auf Pflanzen oder in Bezug auf die Evolution der Tiere, die da stattgefunden haben, gab es vulkanische Aktivitäten und so weiter. Und dann geht es halt die Spirale weiter runter und man kommt dann ins Zeitalter der Dinosaurier und das alles wird erklärt mit einzelnen Labels, die hier eben auch relativ frei eingebracht sind. Ich finde es fast ein bisschen spannend, dass ich das Gefühl habe, hier gibt es so eine stilistische Spannung zwischen der modernen, reduzierten
Spirale an sich, ne? Da ist so ein klarer Typo. Und dann hat man aber diese fast so ein bisschen fizzeligen kleinen Bildchen rechts und links. Das ist für mich eine interessante gestalterische Spannung. Genau, und hier sieht man jetzt nochmal diese Spirale, wie sie dann sozusagen in die Tiefe hinabsteigt. Und das ganze Blatt finde ich eben eine sehr geschickte Verschränkung verschiedener Darstellungsmethoden. Diese kleinen Illustrationen, die Textlabels, aber eben auch, das ist ja sozusagen das strukturierende Element des ganzen Blattes, überhaupt diese Metapher der Spirale, der Zeit als Spirale. Hier nochmal eine Gesamtansicht. Und ich möchte zu der letzten Arbeit gehen. Ich möchte mit einer Arbeit enden, die uns eher in die Gegenwart wieder führt. Eine Arbeit, die ich auch sehr bewundere, die auch sehr erfolgreich war und die eben auch mit der Darstellung von Zeit sehr geschickt umgeht und sozusagen in unsere Lesegewohnheiten auch so reinspielt. Eine geschickte Abstraktion von, eine geschickte Kombination aus sehr abstrakter Darstellungsweise, aber eben Lesegewohnheiten. Ed Hawkins ist ein Klimaforscher von der Universität von Reading. Das ist so ein bisschen außerhalb von London. Und der hat im Jahr 2019 die Klimastreifen oder die Climate Stripes veröffentlicht. Das sieht man auf der Website, die da unten rechts eingeblendet ist. Und interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Ed Hawkins kein Gestalter im engeren Sinn war. Also wir haben wir, glaube ich, hier jetzt auch in diesem Spaziergang schon sehen können, dass es sozusagen immer so mal ein mehr und mal ein weniger an gestalterischer Expertise gibt, die da drinnen steckt. Wobei das ja hier jetzt auch extrem, sozusagen, ästhetisch wirkt. Ed Hawkins war aber eigentlich oder ist jemand, der eher so mit wissenschaftlichen Diagrammen und Visualisierung viel gearbeitet hat, aber eben kein Gestalter war. Aber sehr viele Klimaforscher haben halt diesen unglaublichen Antrieb zu sagen, wie kriegen wir unsere Message nach draußen? Wie kriegen wir die Nachricht des Klimawandels unter die Leute gebracht? Und das ist was, was offensichtlich in der Community große Kräfte freisetzt, mit Visualisierungen zu experimentieren. Das hat er eben auch getan und ist irgendwann auf dieser Streifendarstellung gelandet und hat früh gemerkt, dass das erfolgreich wirkt, dass die Leute das verstehen, und zwar instantan. Und das ist für mich eben auch das Faszinierende. Es gibt auch eine Ansicht, wo zumindest ein Minimum an Beschriftung also drin ist. Kann man sich da runterladen auf der Seite. Ich habe jetzt mal ganz ohne Beschriftung genommen. Aber es ist eben faszinierend, weil man muss nur zwei Sachen wissen, damit es funktioniert. Und das ist, es ist eine Zeitleiste, sie geht von links nach rechts. Und sie beginnt im Jahr 1850 und jeder Streifen ist ein Jahr. Und rechts sind wir in der Gegenwart gelandet. Und wenn man diese Sachen weiß, dann ist alles klar. Ja, also jeder Streifen zeigt die Durchschnittstemperatur eines Jahres und die Zeitleiste, wie gesagt, läuft von links nach rechts, beginnt im Jahr 1850. Und der Erfolg dieser, also das wurde sehr, sehr weit rezipiert. Es wurde unheimlich viel auf Twitter und so geteilt. Der Economist hatte das mal auf dem Cover und also ne, das hat richtig so ein bisschen Wellen gemacht und wurde viel rezipiert. Und der Erfolg liegt meines Erachtens eben darin, dass zwei ganz basale, eingeübte Dinge hier verknüpft werden. Dass man Zeitleisten von rechts nach links liest und dass das sozusagen sofort klar ist, wie hier die Aufteilung des Bildraumes entlang einer Zeitachse funktioniert. Und das andere, was auch ganz einfach ist, blau, rot im Zusammenhang mit Temperatur. Also wir alle sind, das ist so, da brauche ich gar nicht drüber zu reden. Unsere Badezimmerarmaturen, Thermometer, viele Dinge, die mit Temperatur zusammenhängen, arbeiten schon immer mit dieser Blau, nicht schon immer, aber schon lange, mit dieser Blau-Rot-Kodierung. Und deswegen ist auch das hier, natürlich könnte man dann noch fragen, okay, wie genau ist denn jetzt der Wert von dem Dunkelblau verglichen mit dem Hellblau und so. Natürlich kann man da noch reingehen. Die Message wird aber erstmal so klar. Ne? Und das schafft er eben, indem er zwei so ganz einfache und so ganz eingeübte Muster bedient. Und ich wäre mal interessiert zu hören, wie das in anderen Kulturkreisen funktioniert. Es kann sein, dass die
Ne? Also, dass es zum Beispiel in Südostasien nicht funktionieren würde, weil da diese Einübungen nicht so gemacht sind oder ne, weil die Muster da nicht so eingeübt sind. Damit möchte ich zu meinem Anfang zurückkommen. Entschuldigung, und ja, zu der Tatsache, dass ich eigentlich bis heute immer wieder damit befasst bin, mit der Frage, wie kommt eigentlich eine komplexe Informationsgrafik zustande? Wie sind die, was spielt da zusammen, um die Informationen zu kodieren und rüberzubringen? Welche Darstellungsweisen werden benutzt? Welche Kommunikationsweisen werden benutzt? Und für mich bleibt das auch ein spannendes Feld, weil eigentlich aus diesem Zusammenspiel, aus dieser Kombination sich immer wieder neue spannende Zutaten oder Kombinationen ergeben, die sich da kreieren lassen. Und insofern, ja, schließe ich hier vielleicht etwas unabgeschlossen oder etwas offen ab, aber das ist dieser hybride Charakter bleibt sozusagen etwas Spannendes in der Beschäftigung mit Infografiken. Und das ist das Ende meines Vortrages und ich hoffe, dass es ein frohes Ende ist und freue mich auf Ihre Fragen.